Das ist eine ziemlich schwierige Frage, weil sie enthält drei relevante Begriffe und alle drei finde ich schwierig, beziehungsweise alle drei sind erklärungsbedürftig. Fangen wir mal mit dem letzten an, mit dem Volk. Es ist ja schon gar nicht so einfach zu beschreiben, was man unter Volk verstehen soll. Zum einen kann man es politisch auffassen, dann wenn man jetzt die deutsche Verfassung, das deutsche Grundgesetz nimmt, da steht in Artikel 20.2, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und auch im Wort Demokratie steckt ja schon Demos, also Volk. Also erstmal könnte man ja sagen, ohne Volk keine Demokratie. In diesem politischen Sinne ist Volk erstmal ein, ich sag mal vorsichtig, erfreulicher Begriff, weil das demokratische Pathos an ihm hängt. Gibt es natürlich einen zweiten Volksbegriff? Da wird es heikel. Da gibt es Ideen, die sind vor allem dann, das stammt aus dem 19. und dann wurde es im 20. Jahrhundert verbrecherisch, diese Idee, dass es ein ethnisch, kulturell oder im allerschlimmsten Fall sogar rassisch verstandenes Volk gibt, was sich von anderen Völkern unterscheidet. Da wird es heikel. Es gibt dann noch einen dritten Begriff, der, glaube ich, in der ganzen Debatte auch eine Rolle spielt, und das ist eher, wie man Volk ganz früher in der deutschen Sprache, also vor 200, 300 Jahren, vor der Demokratie verwendete, nämlich das einfache Volk, das Volk gegen die Feudalen. Und das taucht ja heute auch wieder auf, das Volk gegen die Eliten. Also wir haben hier drei Begriffe, die aus meiner Wahrnehmung momentan im öffentlichen Diskurs miteinander Katz und Maus spielen. Weil keiner jeweils genau weiß, wenn er das Volk anruft, also meint er nun einfach das, was der Träger der Demokratie ist, will er es kulturell, ethnisch oder eben im allerschlimmsten Fall, wie manche Rechtspopulisten gar rassisch verstehen, oder ist es Elitenkritik, zu sagen, hier gibt es den eigentlichen Träger der Demokratie, nämlich das Volk, was nichts mehr mit den abgehobenen Eliten. Also schon ganz schwierig. Der Begriff Populist ist dementsprechend auch nicht viel einfacher, weil eben Populus Volk steckt in dem Begriff schon drin. Und man könnte erstmals ja auch gar nicht so einfach, den Populisten zu definieren. Gewissermaßen könnte man sagen, der Populist ist einer, der alles, was auf dieser Welt passiert, immer unter der Frage betrachtet, und was bedeutet das für das Volk oder vielleicht sogar, und was bedeutet das für mein Volk? So wie man sagen könnte, einer, der sich zum Protestantismus bekennt, betrachtet die Welt vorrangig unter protestantischer Perspektive, und einer, der sich zum Marxismus immer noch bekennt, betrachtet die Welt vorrangig unter dieser Perspektive. Aber das ist gar nicht zwingend. Man kann Populismus natürlich auch ganz anders verstehen. Kann zum Beispiel einen Blick in die Geschichte werfen, dann stellt man fest, dass das mal eine Partei, das wissen glaube ich die wenigsten heute, dass der Begriff eine Selbstbezeichnung einer Partei in den USA im späten 19. Jahrhundert war. Das waren im Wesentlichen Farmer aus Texas, die damals, man würde heute schon sagen, Globalisierungsverlierer waren und den Aufstand gegen die Eliten, also da war wieder der wichtige Aspekt Elitenkritik, den Aufstand gegen die Eliten versuchten und Gerechtigkeitsdiskurs ganz wichtig führten. Und die standen aber zum Beispiel eher den Demokraten, also dem eher linken Lager in den USA, politisch nahe. Und ganz viele von den Gerechtigkeitsvorschlägen wurden später im New Deal von Roosevelt aufgenommen. Also wir sehen, weil wir heute ja eigentlich auch eher geneigt sind, wenn wir populistisch hören, relativ schnell rechtspopulistisch zu denken, was auch eine gewisse Logik hat, weil die Rechten natürlich zentraler mit dem ethnisch, kulturell oder gar rassisch verstandenen Volksbegriff operieren als die Linken. Aber Populismus ist von der Begriffsgeschichte her erstmal nicht unbedingt gleichbedeutend mit Rechtspopulismus. Jetzt haben wir das Sprachrohr. Sind Parteien, weil im Wesentlichen reden wir über Politiker oder rechtspopulistische Parteien, die sind natürlich viel mehr. Ein Sprachrohr ist ein Gegenstand, der hat keine eigene Dynamik. Ein Sprachrohr, würde ich gewissermaßen sagen, ist heute sämtliche Kommentarfunktionen und Social Media im Internet. Die sind ein Sprachrohr, weil das kann jeder aus dem Populus, aus dem Volk, gewissermaßen an seinen Mund nehmen und seine Meinung in die Welt hinausbrüllen. Parteien sind mehr. Also sie behaupten, sie wären das, das sagen sie ja gerne selber von sich, aber sie sind natürlich auch ein Aufheizer, ein Peitscher. Also sie sind ja nicht nur ein Instrument, sondern sind massive Akteure, die im Wesentlichen auch damit beschäftigt sind, einen Volkszorn, starke Emotionen, Gefühle anzuheizen, und deshalb ist der Begriff Sprachrohr natürlich zu harmlos aus meiner Sicht. Deshalb, riesig komplizierte Frage, die in 3,5 Minuten unmöglich zu beantworten ist. Deshalb kann ich nur jeden, der hier zuhört, einladen, sich selber Gedanken zu machen, was er überhaupt meint, wenn er das Wort Volk benutzt, was ihm durch den Kopf geht, wenn er Populist benutzt, weil populär müssen Demokratien sein, sonst sind sie keine Demokratien mehr. Wo ist da genau der Unterschied? Und den Begriff Sprachrohr sollte man im 21. Jahrhundert vielleicht einfach ganz streichen.